Herbstidylle in Starnberg. Doch der Schein trügt. Unfrieden herrscht, denn von heute auf morgen standen diese Schilder und Absperrungen. Überall in Starnberg. Die Aufregung ist groß. Unten ist schon abgesperrt, jetzt im November. Und das ist für mich ein Unding. Ich wohne hier, also das ist ein Hürdenlauf. Es macht in meinen Augen auch keinen Sinn. Wenn ein Schild dort steht, warum es gesperrt ist, dann ist das auch ganz normal. Also ich finde das nicht gut, ich finde es nicht in Ordnung. 52 Wege sind gesperrt, ein halbes Jahr lang. Viele sind Querverbindungen und wichtig für Anwohner, Schulkinder und Spaziergänger. Aber Starnberg muss sparen, auch beim Winterdienst. Die Kassen sind leer. Allein im Verwaltungshaushalt klafft eine Lücke von 5 Millionen Euro. Mit der Sperrung der Wege spart Starnberg nun zumindest rund 60.000 Euro. Die kommunale Ebene quietscht und wir sind gerade dabei, tatsächlich das Letzte zusammenzukratzen und haben wirklich drastische Maßnahmen diskutiert. Grundsätzlich ist es so, wir müssen absperren, weil wir einfach verkehrssicherungspflichtig sind auf den Wegen und sind jetzt in der Jahreszeit, wo es schneien kann. Aufgrund der Vielzahl der Wege ist es uns leider nicht möglich, sozusagen, wenn wir die Ansage haben, jetzt geht's los, jetzt müsste man Winterdienst machen, dass wir dann erst rumfahren. Den Winterdienst den betroffenen Anliegern zu übertragen, fand im Stadtrat übrigens keine Mehrheit. Schildbürgerstreich. Oder ist hier etwa, verstehen Sie Spaß unterwegs, fragen die Starnberger. Das ist völlig verrückt, weil teilweise muss man ja wahnsinnige Umwege gehen deshalb. Meine Kinder gehen hier zur Schule und der offiziell mit der Stadt und der Polizei abgestimmte Schulweg vom Bahnhof Nord zur Schule ist gesperrt. Ich werde diesen Weg wahrscheinlich trotzdem nutzen. Wenn Schnee liegt, dann muss ich eben vorsichtig sein. Viele Starnberger ignorieren die Absperrungen. Bürgermeister Patrick Janik versteht den Unmut der Bürger und bekommt ihn auch zu spüren. Also ich war immer der Meinung, der Bürgermeister hat das letzte Wort. Bin ich da verkehrt? Leider ja. Ehrlich? Ja, ich bin ein williges Vollzugsorgan des Stadtrats. Also das ist ein Stadtratsvollzug und da habe ich auch keine Wahl, den zu vollziehen oder nicht. 26. Ich verstehe jeden Bürger, der das für einen Auftritt aus Absurdistan hält, weil es einfach, also hier trifft zusammen unsere klamme Finanznot mit einer allgemein zu beachtenden Tendenz, dass die Eigenverantwortung immer mehr abgeschafft wird. Kontrollen wird es geben, aber auf Bußgelder verzichtet die Stadt Starnberg. Für diesen Winter bleiben die Wege also gesperrt. Aber der Bürgermeister versucht, die Regelung im nächsten Winter rückgängig zu machen.